Hallo ihr Lieben, ich habe mich noch gar nicht gemeldet. Ich wollte mich heute Morgen bei euch melden, aber dann ist mir aufgefallen, du hast gestern im Bus auf dem Weg hierher gefilmt. Und ich habe meine Kamera in diesem Bus liegen lassen. Jetzt muss ich da morgen anrufen, heute ist ja Sonntag, da ist niemand erreichbar. Ich hoffe, dass irgendwer so lieb war und die abgegeben hat oder dass die einfach noch unter diesem Sitz liegt und der Busfahrer die da findet. Das wäre natürlich super ärgerlich, vor allem weil da auch Aufnahmen drauf waren, die ich halt irgendwie auch für Co-Ops gebraucht hätte. Also ich stecke jetzt noch nicht den Kopf in den Sand und hoffe einfach, dass die auftaucht. Und wenn nicht, dann ist es halt so, dann ist es auch nur eine Kamera und wir sind trotzdem gesund und hier und alles gut. Wir sind jetzt angekommen, gestern Abend. Ich habe gestern Abend gar nichts mehr gefilmt, weil ich war so, nee, ganz ehrlich, wir waren so fertig. Wir haben dann noch ganz schnell was zu Abendessen bekommen, weil die Küche dann auch geschlossen hat. Unser Flug hatte eine Stunde Verspätung wegen diesem Sturm. Und dann sind wir echt auch nur noch ins Bett. Und jetzt, look at it. Oh mein Gott. This is actually real. I can't. Wunderschön. Ich glaube, heute gibt es gar keinen Plan, außer dass wir... Oh Gott, Menschen. Es gibt gar keinen Plan, außer dass wir wahrscheinlich einfach an den Pool gehen. Ich zeige euch gleich noch die Bücher, die ich für den Urlaub dabei habe. Ich zeige euch die jetzt. Und ich vlogge jetzt leider mit dem Handy. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, aber ich muss halt mit dem Handy filmen. It is what it is. Es ist so viel passiert gestern noch. Ich habe nämlich gestern auch noch meinen Koffer geöffnet und dann ist einfach mein scheiß Haaröl ausgelaufen auf meine neuen Bücher. Aber ich lasse mich nicht trügen. Wir sind hier im Urlaub und ich bin trotzdem sehr happy. Also alles gut. Jetzt zeige ich euch kurz, was ich zum Lesen dabei habe für diesen Urlaub. Ich habe 4 Bücher dabei. Das werde ich auch schaffen, denke ich. Weil das eine habe ich gestern schon halb im Flieger gelesen. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist People in Trouble von Sarah Schulman. Ich dachte, das wäre ein neues Buch, aber das ist tatsächlich von 1990. Und es ist sehr, sehr gut bisher. Gefällt mir extrem gut. Deshalb, das wird jetzt als erstes fertig gelesen. Dann habe ich Die Transition Baby von Tori Peters. Das hat auch ganz schön gelitten unter dem Haaröl, wie ihr seht. Oh, es wird eh nass werden und so. Und ich mag es eigentlich, wenn Bücher so abgekrabbelt sind. Das ist schon in Ordnung. Dann habe ich endlich Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid dabei. Das ist ja the perfect beach read. Und ich dachte, wann, wenn nicht jetzt. Und zu guter Letzt dieses Buch, Glitter Up the Dark, How Pop Music Broke the Binary von Sasha Jeffen. Das habe ich im Berlin-Vlog letztes Mal gekauft. Und auf das bin ich so gespannt. Ich weiß noch gar nicht, was ich wann lese. Aber ich freue mich sehr. Ich melde mich wieder. Hallo. Schaut mal, das seid ihr. Heute ist nichts passiert, was man hätte filmen können. Deshalb habe ich nichts gefilmt. Wir sind jetzt fertig gemacht fürs Abendessen. Ich habe ein bisschen Sonnenbrand gekriegt. Ein bisschen blöd, aber ja, ich glaube, unsere Almanhaut ist einfach nicht gewohnt, in der Sonne zu sein. Und ich habe heute People in Trouble fertig gelesen. Wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Buch heute zu Ende lese, aber die Kapitel waren kurz, es ließ sich so gut weglesen und es war halt super spannend auch. Also große Empfehlung an der Stelle, aber dazu mehr in dem nächsten Gelesen-Video. Ich war noch im Gym und im Meer und es war so schön. Ich habe ungefähr 1 Liter Wasser geschluckt, aber es war voll schön. Ja, jetzt geht es eigentlich nur noch zum Abendessen. Weiß ich nicht, gehen wir noch vielleicht was trinken oder so, also ganz entspannt. Ich freue mich, ich habe ein bisschen Farbe bekommen und Sommersprossen. I just love summer time. Es gibt einfach nicht so mega viel zu sehen, aber that's life. We are dreaming.
Ich melde mich wieder vom selben Spot wie gestern. Meine Haare trocknen, der Tag ist vorbei und wir gehen gleich zum Abendessen. Heute ist wieder nicht viel passiert. Ich habe mein neues Buch angefangen. Jetzt lese ich Malibu Rising von Taylor Jenkins Reid. Bisher großer Fan, ich lieb's. Aber eine coole Sache ist heute passiert. Und zwar habe ich bei dem Lost and Found am Flughafen angerufen und die haben tatsächlich meine Kamera gefunden und die kann ich dann abholen am Samstag, wenn wir zurückfliegen. Also alles gut gegangen. Ich kann nicht glauben, wie viel Glück wir hatten. Ich hatte ja diese Angst, dass ich es von einer Freundin von mir bekommen habe am Montag. Und die Kamera ist wieder aufgetaucht und wir sind hier und das Wetter ist schön. Und wir haben ihm gesagt, wir sind einfach so glücklich. Also ja, ich bin absolut happy. Nur ich habe euch leider gar nicht so viel zu erzählen. Deshalb dachte ich, ich habe so viele Klamotten dabei. Ich zeige euch einfach jeden Abend mein Outfit. Und wir fangen mal an jetzt mit diesem hier. Vielleicht stelle ich euch mal kurz hier hin. Ist von Mila Ware. Das ist die Nilay-Bluse in Navy Grid. Ich guck mal, ob es die noch gibt. Wenn nicht, verlinke ich euch aber das Modell mal in der Infobox. Die liebe ich einfach. Ich finde die so toll, weil die kann man gut im Büro tragen oder wenn man mal irgendwie more serious unterwegs ist, aber das auch so downdressen. Meine Hose seht ihr jetzt nicht so genau, aber die ist von Thinking Moo. Das ist die Elephant Pants von Thinking Moo. Die hätte ich eine Nummer kleiner haben können, aber ich glaube, ich lasse sie mir einfach noch abnähen. Mein Eyeliner ist wie immer von Suva Beauty. Diese Kette ist von Happiness Boutique. Und meine wunderschönen Ohrringe sind von Ana Luisa. Dazu erzähle ich euch später nochmal mehr. Und ich liebe die. Das sind die Onda-Ohrringe. Oh mein Gott. Und ich finde, sie schreien in Mina. Und ich finde, sie sind auch perfekt, um die in zweiter Reihe zu tragen, falls ich nochmal ein zweites Ohrloch kriegen sollte. Und auf der Seite habe ich dann, weil ich dachte, es ist irgendwie auch in Mina, mal Ohrringe zu mischen. Also, dass man gar nicht auf beiden Seiten denselben trägt. Und zwar ist dieses Earcuff auch von Ana Luisa und es passt halt perfekt zu dem Ohrring. Und hier habe ich eine ganz normale Kreole, da weiß ich nicht mehr, wo die her ist. Hello, kleine Zwischeneinblendung von mir. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, beziehungsweise wie ich schon erwähnt habe, entsteht dieses Video in Zusammenarbeit mit Ana Luisa. Das ist ein Schmucklabel, das ich schon sehr oft bei sehr vielen Leuten gesehen habe und deshalb auch schon sehr oft auf deren Webseite unterwegs war, weil die super schöne Schmuckstücke haben. Und ich durfte mir freundlicherweise ein bisschen was aussuchen. Die Schmuckstücke sind richtig toll, richtig hochwertig. Die kamen in so wunderschönen Stofftaschen mit Druckknöpfen und die konnte ich halt auch super mit auf die Reise nehmen dadurch. Das fand ich richtig, richtig schön. Und ich habe einmal diese wunderschönen Onda-Ohrringe, die ich ja euch auch schon gezeigt habe, die so geschwungen gold sind, so richtig, richtig schön. Dann habe ich einmal dieses Onda Earcuff, was passend zu den Ohrringen ist, wozu ich auch schon so viele Fragen bekommen habe. Also das ist auch richtig, richtig schön. Und einmal diese wunderschönen Kuri Poppy Ohrringe, die an der Seite einfach so, ja, Poppy-Farben sind. Und die finde ich auch ziemlich, ziemlich cool, weil das ist mal was anderes als nur Gold. Bei Ana Luisa gibt es gerade ein Muttertagsangebot. Und zwar könnt ihr über den Link in meiner Infobox euch ein Schmuckstück aussuchen. Und auf das zweite gibt es dann 40% Rabatt. Also eins für eure Mutter und eins für euch, falls ihr eure Mutter beschenken wollt oder euch selbst oder sonst irgendwen. Checkt das mal aus. Vielen Dank an Ana Luisa an der Stelle. Und wir swipen wieder zurück ins Video. Happiness Boutique, der ist ganz alt, weiß ich nicht. Der ist auch Happiness Boutique. Und der weiß ich auch nicht mehr. Genau, und das ist der Look für heute. Ich hätte, glaube ich, gelben Lidschatten nehmen sollen, aber naja, egal. Und jetzt überlege ich noch, was ich dazu für Schuhe anziehe, aber ich glaube, es wird auf Birkis hinauslaufen. So, ihr Mäuse, neuer Tag, neues Outfit, oder? Mein Oberteil habe ich mal Secondhand gekauft im Kontaktladen für 1 Euro. Ich habe hier wieder den Ana Luisa Earcuff. Die waren mal von Happiness Boutique. Die Kette, glaube ich, auch. Selina Aries, The Label. Die Thinking Moo Hose. Der Gürtel ist von Liebeskind. Das seht ihr doch hier besser. Manchmal Licht. Haare habe ich einfach nach hinten gemacht, weil I can't be bothered.
Ich habe diesen Glitzer-Lidschatten von meiner 4-Way Everyday Palette von House Labs drauf und sonst eigentlich gar nichts. Diese Schuhe von meiner Oma geklaut. Heute ist endlich mal Zeit. Es ist eigentlich zu kalt dafür, aber wenn ich sie schon mitschleppe, muss ich sie auch mal anziehen. Now on this boat and we all know where we belong. Just wait. Ooh, wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight. I can smell the shore. It's right in front of us if we just hold. Leute, ich weiß gar nicht, ob ihr mich hört, aber falls ihr euch fragt, wie warm es hier ist, ich habe meine Kuscheldecke aus dem Hotelzimmer dabei, weil es ist so windig, dass es halt einfach mega kalt ist. Und weil ich mich so verbrannt habe am ersten Tag, kann ich nicht in die Sonne. Ein bisschen dumm auch einfach. Deshalb sitze ich jetzt im Schatten mit der Decke. Wie eine Omi einfach. Ich melde mich mal gerade aus dem Hotelzimmer. Ich habe mich jetzt mal gerade hier rein vergraben, weil es so windig ist heute. I'm not even joking, dass die Sonnenstühle einfach rumgeweht werden. Es ist so krass windig. Ich war vorhin am Strand spazieren und habe nur Sand abgekriegt. Und jetzt dachte ich, komm, mach doch einfach mal eine Stunde irgendwie drin. Und deshalb bin ich jetzt ein bisschen drin. Und nachher gehe ich noch kurz ins Gym unten. Das ist so ein ganz kleines Gym. Also mit so Basic-Geräten, aber auf jeden Fall ausreichend. Und ja, das gehört für mich auf jeden Fall auch zum Urlaub dazu, dass ich mich irgendwie ein bisschen bewege und dass alles so im Ausgleich ist. Ja, es gibt gar nicht so viel zu berichten. Ich genieße es einfach voll, mal nichts zu tun. Ich habe vorhin in mein Tagebuch geschrieben, es ist krass, dass ich, also vor dem Urlaub habe ich mir gesagt, du könntest ja den Urlaub dann dafür nutzen, neue Inspiration zu tanken und vielleicht schon mal über deinen Abschluss nachzudenken. Und sobald ich aber hier angekommen bin und so eine Urlaubsroutine entwickelt habe, also man hat ja dann immer irgendwie im Urlaub dann irgendwann so eine Routine raus, die den Tag so strukturiert, habe ich gedacht, nee, du musst jetzt einfach mal gar nichts. Und du musst jetzt einfach nur rumliegen und lesen und alles machen, worauf du Lust hast. Und genauso unter diesem Stern steht dieser Urlaub. Und ich merke so krass, wie ich das gebraucht habe. Und es ist so, so schön, einfach mal nichts zu tun. Und ich kann nicht glauben, dass morgen schon der letzte Tag ist. Ich bin schon richtig sad. Gleichzeitig mache ich das, was ich mache, ja auch voll gern. Also ich kehre da ja gerne zu zurück. Aber natürlich, wenn man an so einem wunderschönen Ort ist, dann möchte man da natürlich irgendwie länger bleiben. Und ich denke dann manchmal so, wie wäre es, wenn ich einfach gehe und ans Meer ziehe, weil ich liebe das Meer und ich liebe Wasser und ich liebe am Wasser sein und in der Sonne sein und I don't know. These are my thoughts. Es ist jetzt kurz nach 5 und ich ziehe mich jetzt um, dann mache ich noch ein bisschen Sport, dann gehe ich in die Dusche, dann gibt's Abendessen, wie jeden Tag. Ihr Mäuse, another day, another outfit. Aber ich glaube, ich stelle euch mal draußen hin. Ich trage wieder diese Schuhe, die ich gestern schon anhatte von meiner Oma. Und meine Schlaghose von Monkey. Ich finde, das ist irgendwie ein guter Fit zusammen. Ich mag das. Kette Stilnest, Ohrring Happiness Boutique. Und dieses Hemd ist auch von einer Freundin. Die hat mir das vermacht. Ich weiß noch nicht, ob ich es reinstecke oder nicht. Das unten drunter ist von Monkey. Ansonsten ist alles wie gehabt. Und das ist der Look. Ich glaube, ich lasse es drin. Ich finde, ich sehe ein bisschen aus. Oh. Der Wind hat heute 42 km/h. So was habe ich noch nie erlebt. Ich war vorhin auch im Pool und hatte nur mein Handtuch dabei und die Zimmerkarte und meine Maske. Und als ich aus dem Pool kam, habe ich schon gesehen, oh Gott, die Maske ist weggeflogen. Und dann gucke ich und denke, scheiße, die Karte ist weg. Ich habe alles abgesucht, den ganzen Pool. Und dann bin ich in den Pool und habe mit meiner Taucherbrille geschaut. Und sie war einfach in den Pool gefallen. So viel Wind ist. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich finde, ich sehe aus wie ein Member von ABBA. Das gefällt mir irgendwie. Naja, jetzt geht's zum Abendessen.
Und ich bin gespannt, was es gibt, weil gestern war irgendwie asiatischer Abend und es gab so Wakame-Salat und Sushi, also Asia angehaucht. Und ich trinke heute wieder Sangria, weil der war sehr lecker gestern. Who would have thought in Spanien? Letzter Tag. Heute ist es auch nicht so windig. Es soll erst gegen Mittag windig werden. Ich sitze jetzt hier mit meinem Buch und einem Kaffee. Dem dritten heute. Um 11. Prost an der Stelle. Ihr Mäuse, es ist der letzte Abend und das letzte Outfit. Ich zeige es euch kurz so. Ich trage die Gandhari-Bluse von Melaware. Wirklich, wirklich schön in Oat Stripes. Mein Code IMINA15 für Melaware, 15% ist immer gültig. Also check it out, ist alles in der Infobox. Und dazu einfach wieder meine Schlaghose und meine hohen Schuhe. Heute wird nämlich nochmal geklackert, bevor ich keinen Anlass mehr habe zum Klackern.